Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Nach wieder ein paar Tagen Pause. Muss mich auch entschuldigen, dass ich jetzt in den letzten Tagen wirklich... letzten Wochen eigentlich ziemlich... schwach war mit den Videos. Nee, eine Warnlampe ist schon eine zu viel. Es lag einerseits zuerst an Grippe. Schaden bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Ja, das ist mal eine Aussage. Andererseits, an privaten Dingen und keine Ahnung. Und jetzt war Schule so ein Stress und bla 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 bla. Alles ausreden. Auf jeden Fall, ohne mein Bike passiert da nichts. Bla bla bla. Nur meckern. Kommt rein und meckert nur. Da muss ich, glaube ich, auch noch irgendwas mal tun. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Einmal, es wäre jetzt mal interessant zu wissen, was das bringt. Ich würde jetzt mal sagen, das ist die Station, wo wir sind und das, wo wir hin müssen? Keine Ahnung. Geh wieder. Da, wo ich mich nicht auskenne, da gehe ich nicht hin. Jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Wir haben einen Schrotthaufen. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Ja, stimmt. Zwei haben wir schon verbaut. Das mein Bike läuft auch einwandfrei. Hä? Ach so, das ist nur zum Umkehren. Okay, und da brauche ich dann den Hebel. Mal, nein, aussteigen, so. Da brauche ich den Hebel, der da drüben liegt. Und was brauche ich da drüben nochmal? Genau, was zum Abwischen war das, oder? Ein Bein reicht mir. Hat der ein Tuch für mich? Ich glaube, mit dem Skelettbein kann man das schwer abwischen. Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Okidoki. Ja, gib mir die... Wisch sofort. Gib mir die Flasche. Hallo. Was? Oh, hallo. Nö. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Obwohl. Was? Oh, hallo. Ja, das kennen wir irgendwo her. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Vielleicht ist ja jetzt irgendwas da. Genimplantat, nö. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. DIY for the win. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. So, da komme ich noch nicht rein wegen dem fehlenden Licht. Ja, aber da muss er später rein wegen dem Hebel. Dem Hebel. Kann ich den austauschen? Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Aber vielleicht kann ich ja irgendein Tuch nehmen, da deine Flaschenhals abwischen. Dann zufällig ein bisschen Schnaps auf das Tuch träufeln. Das dann zum Abwischen vom Spiegel verwenden. Damit dann... ihre Theorien aufstellen. Warte mal. Ich fahr jetzt nochmal kurz darüber, damit ich dann nochmal rauffahren kann. Ja, cool, da war eine Flasche. Komme ich da jetzt rauf? Ja. Genau. Mal, setz dich mal rein. Kann ich jetzt die verwenden? Nö. Irgendwie nicht. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Kann ich denn noch irgendwas machen? Passiert da was? Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Ah, okay, dann muss ich zuerst Goal aufladen, damit das irgendwie irgendeinen Sinn ergibt.
Ach, nicht nur. Schon wieder der Hebel. Ich finde das hier erstmal spitze. Oh, schon wieder der Hebel. Und da brauche ich noch den Schalthebel, der was da draußen liegt. Also als erstes brauche ich mal ein Tuch. Ohne Tuch geht da nichts. Aber wo kriege ich ein Tuch her? Muss ich mal auf Tuchfühlung gehen. Kann ich die eigentlich schon? Ach nee, da muss ich ja mit dem Mainbike herkommen, damit ich die hier raufheben kann. Hm. Was? Zum Kran. Habe jetzt gedacht, zum Kram. Das wäre natürlich praktisch gewesen. Das wäre ja coole Musik. Wartungskasten. Brauche ich irgendwo ein Tuch? Ein Tuch. So gebet mir doch ein Tuch, sprach er und bekam kein Tuch. Ich komme ja auch nicht mehr rüber zu Go. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Rufus. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Ich weiß, Hirnimplantat und so. Aber würde es dir etwas ausmachen, über die Schlucht zu springen? Am besten in diesen Trichter da. Na gut, ich lass mir was einfallen. Das wäre, glaube ich, zu einfach, oder? Er muss doch irgendwo ein Tuch liegen. Ein Tuch. Verdammt. So ein Käse. Kriege ich hier ein Tuch her? Was habe ich mit? Einen Stromumkehrer, eine Signallampe, Skelettbein, 8K-Schlüssel. Es ist unglaublich, wie wenig mir das gerade hilft. Geh schneller. So, langsam ist der Kerl schon. Da geht das Licht an, oder? Und mal, wenn ich da das Licht anmache, passiert da irgendwas? Anzeige. Sagt mir immer noch nichts. Und zu. Und auf. Und zu. Ah, mein Gott, ich bin auch blöd. Bin ja blind. Das grenzt ja schon an debile Dummheit. Sag ich doch, einen Lappen. So, und den Lappen in den mit dem Schnaps. Von dem Sauber. Schnaps würde ich jetzt nicht mehr trinken. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Jetzt müsste ich fast den Lappen nochmal verwenden, um den Alkohol nochmal zu säubern. Hä? Ach, bewirkt der Hebel da drüben, dass alle Lampen angehen? Oder wie, oder was? Warte, will ich jetzt gerade ganz kurz noch mal was schauen? Na, kann ich immer noch nichts verwenden. Also, Hebel aus. Nach unten. Nach drüben. Ja, tatsächlich. Das heißt, den muss ich dann direkt wieder einschalten. Wunderbar. Es war noch nie so sauber. So, und jetzt darauf. Boah, die Gehanimationen stören mich ein bisschen. So, auf kurze Strecken geht's ja noch. Aber auf lange Strecken wird das dann doch ein bisschen öde, dem einfach nur zuschauen, wie er sich irgendwie einen Weg da durchschlägt. Oh, die Vögel sind süß. Und jetzt sollte eigentlich Licht sein in der Außenkurve. Grelle Licht stabilisiert die Schallwelle. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Naja, beinahe. Eine Flasche. Kann man da Schnaps reinfüllen? Oh, wie süß. Ein Glühwürmchen. Oder ein Glühlämpchen. Und zurück. Oh, ich bin von meinem Abenteuer zurückgekehrt. Soll ich dir davon erzählen? Na, warte mal. Kann man da was reinfüllen? Für unterwegs. So
als Entwickler. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Ja, wirklich. Unverschämter Kerl. Schäme dich, Doc. So, jetzt haben... falsch. Jetzt haben wir einen Hebel für den Weichenstellkasten. Den kann ich direkt betätigen, um den Wagen da drüber zu schieben. Perfekt. Wenn die Maus jetzt wieder kommt, danke. Mein Bike. Und ab geht die wilde Fahrt zum Trichter. Ah gut, ich dachte schon, jetzt stehe ich verkehrt rum. So, und jetzt muss ich zum Kran. Also bei so langen Animationen werde ich das schon überspringen. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mach sie aber nicht kaputt, Go. Sag mir nicht kaputt machen. Verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Och nee. Bist du echt zu blöd? Ich glaube, ich weiß noch, was man dazu muss. Jetzt erstmal einen dicken Schluck aus einer Pulle nehmen. Aber muss ich doch was umfüllen, oder? Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Ja, umfüllen lässt du mich ja nicht. Jetzt mach, du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Mensch. Hier ist immer noch leer. Hallo. Was? Oh, hallo. Kann ich, irgendwo. Weiß ich eher nicht. Wieso? Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Astrein. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Kann ich denn irgendwie ablenken? Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Ist jetzt abgelenkt? Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Ich suche mir die Schnapsflasche. Lass ihn einfach auf dich wirken. Doc? Tja, lass er ihn ist ganz in seine Trance versunken. Ich glaube, der ist jetzt in einer anderen Sphäre. Du fixierst ja gar nicht. Doch. Ich sehe alles. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Der hat eine durchdringende Stimme. Die geht sogar bis hierhin. Klingt immer noch, als wäre er direkt neben mir. Beinahe gruselig. So. Mal probieren. Auf jeden Fall habe ich jetzt Schnaps. Kann ich jetzt... So, Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Ja, dann doch lieber einen Schluck von dem Ding trinken. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Wie viel hast du das jetzt trinkst? Scherben bringen Glück, aber ich...
Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. So. Reicht das? Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Und dann noch immer keinen Fuß hinter dem Kopf. Mist. Das sieht jedes Mal schmerzhaft aus. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig.